So, jetzt hier Teil 3 und zwar jetzt geht es ums Zeichnen. Also ihr seht schon hier die Zeit, dann hier auf meiner Achse die Spannung UC, hier 10 Volt, der Maximalwert. Und ja, 10 Volt, das bedeutet, ich starte hier, also hier habe ich 10, hier habe ich 20, hier habe ich 30, hier habe ich 40 und hier habe ich 50. So, jetzt starte ich, also hier bis 20 Millisekunden muss ich hier gehen. Können wir hier schreiben, Millisekunden Bereich. Also geladen wird bis 20 und ich erhalte, ich bin bei 20, bin ich, habe ich den Endwert von 8,64 Volt erreicht. Habe ich hier berechnet, 8,64 Volt. So, wie starte ich jetzt mit meiner E-Funktion? Jetzt mit dem hier im Gebilde. Man kann es natürlich am besten plotten lassen mit ihrem Programm, aber wir haben ja wieder mal kein Programm. Und da weiß ich, dieses Tau hier beim Aufladen war 10 Millisekunden. Das bedeutet hier 10 Millisekunden rüber vom Startwert und nach oben auf den Endwert. Und wenn ich dann hier so, kann ich mir hier dann so eine gestrickelte Linie vorstellen. Und so muss die Steigung am Anfang aussehen. Und dann geht das hier so Richtung diesen Punkt. Also so sieht es aus. Und jetzt, das war der Aufladevorgang, jetzt der Entladevorgang. Der geht hier weiter. So, und da haben wir so, da ist Tau 30. Und das bedeutet hier von 20 hier vom Start, also so mit 10, 20 hier bis 50. Also muss ich jetzt hier, kann ich hier so eine Linie zeichnen, weiß ich schon die Anfangssteigung und da dieser Kondensator entladen wird, ja, geht das irgendwie hier in diese Richtung, so als E-Funktion abfallende. Wie gesagt, wenn er sauber plottet, sieht schöner aus, wie jetzt hier in meinem Gekrimmel da, aber so in der Art soll es dann aussehen. Hier wieder gesagt, hier ist Auflade, Aufladen und hier ist Entladen. Gut, oder Schalter zu und Schalter auf, kann man auch sagen, S zu, S auf. Gut, das war der erste Teil dieses, beziehungsweise der dritte Teil dieser Serie. Im Folgenden geht es jetzt weiter mit dem Strom. Und ja, wenn es euch bis hier schon mal gefallen hat, Daumen hoch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.